CSU-Fraktion. Freut mich, dass Sie das so erkennen. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in beiden Anträgen der Linken zur Personalsituation in der Altenpflege bzw. in der Pflege und im Gesundheitswesen allgemein wird ein Bild der Situation in deutschen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hier gezeichnet, das reine Untergangsstimmung vermitteln soll. Ich kann nur sagen, das ist nicht der Fall. Es wird hier bei uns im Bundestag der Eindruck erweckt, als ob die Bundesregierung in den letzten 3 Jahren keinerlei Veränderungen in der Pflege vorgenommen hätte. Und Sie wissen das genauso gut wie wir, dass das nicht mal im Ansatz der Realität entspricht. Als Alternative wird von der Linken hier ein Traumbild erzeugt mit einer kostenfreien Gesundheitsversorgung in Deutschland und einer Lösung der demografischen Herausforderungen im Handumdrehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Lösungsansätze der Linken lassen sich nur wie eine Rückkehr zur Planwirtschaft und einem Versorgungssystem à la Staatsmedizin lesen, von dem wir uns erfreulicherweise vor 27 Jahren trennen durften. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, demnach sollen als kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Personalbesetzung in den Krankenhäusern mindestens 100.000 Vollzeitstellen in der Pflege geschaffen werden. Und aus Ihrem Antrag geht jedoch nicht hervor, auf welcher Grundlage das Ganze und diese Zahl auch passiert. Sie verfahren hier wieder nächste Stufe zaubern. Das ist der Punkt. Aber das ist keine seriöse Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ohne eine ordentliche Grundlage ist es aber hochgradig unwissenschaftlich und auch unseriös, solche Zahlen in den Raum zu werfen. Ja, es ist in meinen Augen zumindest schon am Rande der Unanständigkeit, wie Sie hier in der Szene agieren. Das möchte ich Ihnen auch mal klar hier sagen. Und darüber hinaus, meine sehr geehrten Damen und Herren, soll hier ein wirtschaftlicher Wettbewerb und die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, beendet werden. Ich kann Ihnen nur sagen, ohne Gewinne gibt es keine Verfügungsmasse für Investitionen. Und mehr Wettbewerb führt zu mehr Qualität, auch in der Pflege. Und Sozialismus führt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Gesundheitsversorgung zu einer Katastrophe. Das möchte ich hier schon noch mal einfach untermauern und auch unterstreichen. Ihre Vorstellungen führten damals wie heute zu maroden Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, wo es an dem Nötigsten fehlte. Und wir möchten nicht, so wie es einmal war, hier einmal Handschuhe mehrmals verwenden und solche Sachen. Und ich kann das nur damit begründen, auch um es mit Franz Josef Strauß zu sagen, man soll aus der Geschichte nicht lernen, um beim nächsten Mal schlauer, sondern um für immer weiser zu sein. Das ist der Rat für die zukünftige Arbeit von Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sehe natürlich auch die Bundesländer in der Pflicht, die notwendigen Mittel zur Finanzierung, Lothar Riebsamen hat das gesagt, bereitzustellen. Und auch hier können Sie, wenn Sie wollen, einfach auch als nicht-CSU-regierte Bundesländer von Bayern noch viel lernen, die auch heuer wieder an der Spitze der Investitionen in Deutschland liegen. Nehmen Sie das einmal zur Kenntnis. Und in Ihrer Vorstellungswelt soll die Privatisierung von Einrichtungen, wir hören ja das laufend, in Zukunft überhaupt untersagt werden, statt der bestehenden Trägervielfalt zwischen privat, gewerblichen, frei gemeinnützigen und öffentlichen Trägern wollen Sie Monokulturen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein Irrweg. Und wir konnten in den letzten Zahlen, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, die Anzahl der Pflegeeinrichtungen um über 40% auch steigern. Einen Großteil dank immenser privater Investitionen und hier an dieser Stelle auch einmal ein Dank für diese unternehmerischen Leistungen. Ich möchte aber ganz kurz auch darüber hinaus, das glaube ich gehört auch noch hierher, Sie sprechen ja immer, dass Sie eine Pflegevollversicherung einführen wollen und dass Sie weg vom bestehenden System wollen.
Und letztendlich hören wir auch in regelmäßigen Abständen, nicht nur von Ihnen, auch immer wieder das Thema Bürgerversicherung als die einzig wahre Lösung aller Probleme in der deutschen Gesundheitsversorgung. Seit gestern, und das möchte ich auch unterstreichen, das ist das Positivste an der Bürgerversicherung, dass wir gestern versprochen wurde, ein Treffen in 2017 mit der Kollegin Hilde Mattes, dass sie mir diese Dinge erklären wird, dass sie das formulieren wird. Ich kann nur sagen, die Linke ist nicht mal in der Lage, dass sie es formuliert. Gell? Sie bringen nichts Fachliches, sondern reine Propaganda. Das möchte ich hier mal sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gäbe noch viel zu sagen. Die Frau Raubert hat mich ja nahezu herausgefordert zum Thema Pflegeberufegesetz. Ich hebe mir das für 2017 auf, verehrte Kollegin. Ich kann nur heute sagen, diese strukturellen Veränderungen werden sich in den kommenden Jahren, was wir hier beschlossen haben, positiv auf die Gesundheitsversorgung in Deutschland auswirken. Der Antrag der Linken geht an diesen Tatsachen wieder einmal vorbei und ist daher abzulehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet.